Hallo, heute möchte ich mich mal an einem Stationary Haul Video versuchen. Möchte auch noch so ein Outboxing meiner Stationary Selection Box vom März machen und euch zeigen, was mich so die letzten Tage erreicht hat. Ich bin schon ganz aufgeregt, ich möchte endlich meine Bestellungen aufmachen. Und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach schon gleich mal los. Meine Bestellung vom Hobonichi letzte Woche habe ich schon geöffnet, weil ich einfach nicht mehr warten wollte und mir einfach das auch angucken wollte, weil gerade bei so einem Cover oder so einer Stiftetasche, wenn dann da vielleicht doch qualitativ irgendwas nicht stimmt, ist es schon besser, sich es auch vorher mal anzugucken. Und zwar habe ich jetzt diese Stiftetasche bestellt, einfach nur in Schwarz und schlicht, weil ich eigentlich vorhatte, hier die Pins von Alex ranzumachen, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, durch den Stoff durchzupieksen, habe aber dafür ihre Pins erstmal hier reingemacht. Und das sieht doch auch einfach schön aus. Mit meinem Tupac Gremlin Pin, den ich einfach super süß finde. Der ist von Nerdy Turdy Gang. Da kam eine neue Kollektion raus vor einem Monat, glaube ich. Und da habe ich den dann mitbestellt. Ja, diese Stiftetasche ist an sich nichts Besonderes. Hier sind ein paar Steckfächer, ein Reißverschluss und hier auch nochmal was zum Reinschieben. Ich weiß nicht, wie man das jetzt in dem Fachjargon nennt. Es ist halt einfach eine Federmappe in meinen Augen für mich. Ich muss Ende Mai, Anfang Juni auf einen Lehrgang und dann kann ich es das erste Mal richtig offiziell ausführen und da freue ich mich schon drauf. Was ich ein ganz, ganz bisschen blöd finde, dass dieser Reißverschluss Gold ist und innen diesen ja, leichten Ockersandschlammton und dass das dann hier Silber ist. Das stört mich minimal, aber sonst bin ich super zufrieden damit. Ich freue mich schon, sie einfach zu benutzen. Ich meine, sie ist von Hobonichi, also was will man mehr, ne? Das ist, was will man mehr? Früher zu meiner Schulzeit war Eastpak in, heute ist es Hobonichi. Dann habe ich mir auch noch dieses wunderschöne Cover gekauft. Ich hatte eine super Unterstützung von der lieben Dani H. meine Coverschwester. Sie hat mir wirklich geholfen, mich für ein Cover zu entscheiden. Ich habe gefühlt einfach jedes Cover gescreenshottet und ach, das ist schön und dies ist schön und das sind meine Favoriten und das und hier und da und Und sie hat mir wirklich, wirklich geholfen und ich bin super, super zufrieden, dass ich mich jetzt für dieses Cover entschieden habe. Es ist einfach dieser Leinenstoff. Oh, es ist einfach super, super schön. Das musste ich natürlich auch schon aufmachen. Hier war noch diese Karte mit drinne. Die lasse ich hier, glaube ich, auch drinne. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach, so ein Cover mit dem, das wäre ja auch noch schön. Vielleicht gibt es das auch. So ein Pro bin ich nun auch wieder nicht. Aber ich finde das schön. Ich lasse die da drinnen. Ein bisschen schade, dass hier unten nicht diese Standard-Schnipsel dran sind. Aber ich lieb dieses Cover. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich mich dafür jetzt auch entschieden habe. Und ach, es ist einfach viel, viel schöner. Falls ihr es hier noch aus dem ersten Video wisst, wo ich hier oben in meiner Deko mit Washi und Stickern dieses Cover geklebt habe, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Das ist es auch wirklich geworden. Dann kam noch was bei mir an. Oh mein Gott, das husche ich aber auch nur ganz kurz hier einmal rein, weil ich dazu wahrscheinlich ein extra Addicted Malden Video machen werde. Leute, schaut euch das an. Okay, aktuell ist jetzt der Pocket mein Portemonnaie geworden. Also letzte Woche ist er mein Portemonnaie geworden. Ich hatte ja vorher, wie in meinem ersten Video erwähnt, das Traveler's Notebook in Passport. Und ja, ich muss sagen, das ist wirklich, wirklich viel angenehmer. Allein schon dieses Aufmachen für das Kleingeld rausholen, die Scheine hier drin. Es geht einfach doch irgendwie wirklich schneller und irgendwie ist es doch einfacher zu handhaben hier. Oh, ja, hab ich schon versucht. Ich bin einfach ein Nachdekoriermensch. Ich kann da nichts für. Ich habe versucht, vorher schon irgendwie vorzudekorieren, aber ich muss das dann am Sonntag machen, wenn ich genau weiß, was passiert ist. Ich meine, gut, wir haben jetzt heute schon Donnerstag, aber na. Was ich aber eigentlich sagen wollte, es ist irgendwie einfacher, hier alles zu erreichen. Jetzt bin ich aber noch ein bisschen im Struggle, ob ich nicht vielleicht zu dem Mini wechsle. Der ist gestern angekommen. Hier muss ich aber noch zusehen, dass ich das Leder ein bisschen bearbeite. Das ist so ein ganz bisschen, ich weiß nicht, ob man das sieht, so ein ganz minimal zum, ich werde bald spröde, habe ich das Gefühl. Also ich kenne mich natürlich auch nicht so aus mit Leder aber ich habe irgendwie das Gefühl, er ist weicher und
Er ist ein bisschen missbrauchter und er braucht noch ein bisschen Pflege. Vielleicht reicht es auch, wenn ich einfach meine Hände öfter mal eincreme und ihn öfter anfasse. Weil eigentlich sagt man ja, das handeigene Fett müsste ausreichen. Wir werden einfach mal sehen. Ich wollte es vielleicht auch einfach nur mal mit Vaseline versuchen. Also ein bisschen aufs Tuch und hier drauf. Ich habe geguckt, bei Filofax direkt auf der Seite steht einfach nur Lederpflege auf dem Tuch und rauf da. Wenn man direkt beim Morgen guckt, steht, dass das Büffelleder ist. Ich glaube, ich kaufe mir sonst einfach Lederpflege bezüglich für Büffelleder und werde einfach mal so ein bisschen rumschmieren. Aber ach, ich habe so viel Geld bezahlt und deswegen ist es mir eigentlich zu riskant, einfach irgendwas auszuprobieren. Also falls irgendwer Tipps hat, immer her damit. Dann warte ich noch ein bisschen, bevor ich hier was dran rumfummel. Auf jeden Fall möchte ich, weil ich ja jetzt meine Morgen Collection komplett habe, dazu ein extra Video drehen. Da habe ich irgendwie richtig Lust zu, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das alles gestalten werde. Deswegen warten wir nochmal ab. Dazu passend kann ich zeigen, heute ist meine Bestellung vom Powder World gekommen. Denn ich habe für den Pocket mir ein paar Divider bestellt. Ich packe das eben mal aus, weil ich das wahrscheinlich rausschneiden werde, damit ihr dieses Geknister nicht so ertragen müsst. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar war bei der Bestellung mit bei einmal die neue Visitenkarte. Dann, oh mein Gott, das ist so richtig schön glatt. Oh, super schön. Oh, wow. Ja, diese Karte war da mit bei. So. Dann habe ich mir noch das Natural and Plant Sticker Set bestellt. Ich habe es schon, aber die Farben sind jetzt ein bisschen neuer, wie ich das verstanden habe, in der Insta-Story von der Lilly. Und deswegen musste ich mir die einfach nochmal bestellen. Vor allem haben wir jetzt Frühling und da hatte ich auch einfach irgendwie dann Lust zu, ne? Und der Grund, warum ich eigentlich bestellt hatte, war, damit ich mein Pocket ein bisschen setupen kann, habe ich mir sozusagen zwei Setups bestellt. Einmal diese hier. Das sind dann einmal die PL-Karten von dieser Wolf-Kollektion. Halt in größerer Pocket. Ich hoffe, ihr seht das, dass das jetzt nicht zu doll reflektiert. Und dann einmal das Metropolista-Set, was ich, glaube ich, jetzt als erstes reintun werde. Aber ich weiß es noch nicht genau, weil ich ja hier in dem Pocket auch aktuell schon so einen Charme von der lieben Christel, a.k.a. Planner Hartzloff, drinne habe. Und auch hier. Und da würde sich natürlich das Wolf-Setup aktuell natürlich erstmal super eignen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber dazu dann ja mehr in meinem Molden Addicted Video. Auf jeden Fall habe ich mir von den Metropolistas auch sozusagen ein kleines Divider-Dashboard-Setup machen lassen. Da war nämlich dann mein Plan, dieses oder dieses als Dashboard zu nehmen, das dann als Reiter für Kontakte. Ja, also es ist noch nicht ganz ausgereift, mein Plan, aber ich finde die einfach so super schön. Ich habe mir die auch extra gesagt, erstmal nicht lochen, weil ich mir die selber noch lochen wollte. Weil ich nämlich am Anfang nicht wusste, ob der Pocket die gleiche Lochgröße hat wie ein normaler Locher. Und deswegen wollte ich das dann selber machen, dass ich das vielleicht sonst mit einem Locheisen einmal durchhämmer. So. Upala. Dann werde ich jetzt als nächstes, denke ich mal, mit der Stationery Selection Box weitermachen. Die kam schon letzte Woche an. Ende letzter Woche. Mal gucken, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das so geht. Oder ob ich das jetzt... Ich lege das, glaube ich, mal beiseite und hole das dann nach und nach alles raus. Dann sieht das vielleicht ein bisschen schöner aus. Und zwar ist dann immer sozusagen als Deckblatt dieses Blatt dabei. Das war bis jetzt in jeder Box dabei. Ich glaube, heißt das sowas wie Dankeschön vielleicht? Oder heißt das Stationery Selection Box? Ich glaube, diese Schleife ist ja aber irgendwie so eine Art Dankeschön. Oh, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen mit meinem gefährlichen Halbwissen. Dann ist hier auch eine Visitenkarte drinne.
Obwohl ich glaube, ich bin nah genug, ne? Und dann ist hier immer dann ein Übersichtszettel mit bei. Hier steht dann, welcher Monat. Ein normaler Text, vielen Dank, bla bla bla. Und dann ist hier einfach immer aufgelistet, was in der Box enthalten ist. Ich hole euch das mal ein bisschen näher ran. Gott, da müsst ihr jetzt ja eigentlich echt ganz schön lange lesen. Sonst müsst ihr euch einen Screenshot machen oder auf Pause drücken, genau. Hey. Ich hatte mich schon super gefreut, weil ich gelesen habe in der Story von Stationery Selection, dass es random Farben für diese Taschen hier diesmal in die Box schaffen werden. Und ich war schon ganz aufgeregt, welche Farbe mich erreichen wird. Und es ist eine rote geworden. Und es ist rot geworden. Und ich finde es super, super schön. Oh, ich weiß nicht, ob man das Delphonics ausspricht. Oh, sie ist super, super schön. Ich habe mich richtig, richtig gefreut. Ja, ich bin eigentlich echt immer noch ganz sprachlos. Ich freue mich immer, wenn da so schöne Sachen drin sind. Vor 2 Monaten oder vor letzten Monat, wann war denn der Wal drin von Classic-E? Ach, da habe ich mich auch super gefreut. Ich mache das hier mal auf. Okay, das ist einfach nur so ein. Oh ja. So ein Puffer drin. Okay, hier ist auch noch mal ein Fach. Oh, welche Größe ist denn das? Das ist small. If you are a planner person, you've probably seen the large size case in many photos on social media. It's a perfect case with endless slots that will help you organize your planner goods. Oh mein Gott. Vor allem, ich finde, das passt hier. Rot und braun finde ich auch irgendwie super zusammen. Da freue ich mich schon drauf. Oh, ich finde die so super schön. Leute, guckt euch das an, wie viele Fächer hier auch einfach sind. Ach, hier steht es auch nochmal drauf. Haha, Größe S. Ja, wisst ihr Bescheid? Super schön. Dann war hier noch mit bei, obwohl ich vielleicht sollte ich einfach mal die Reihe nachgehen. Oh Gott, Leute. Vegetable Sticker Flakes. Von Itadakimasu Sticker. So wird es bestimmt ausgesprochen. Hier seht ihr mal, was da. Oh, was ist das denn? Ist das eine geschnittene Tomate? Oder was soll das sein? Oder ist das eine. Oh, wie heißt denn? Ach oh Gott, nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist das eine Paprika. Was ist denn das? Ja, da kann man mal sehen, was für ein Healthy Life ich habe, dass ich das wahrscheinlich nicht weiß. Das ist auf jeden Fall auf so Transparentpapier. Es ist kein Clearpapier. Und oh, super süß. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich dann mal was koche, was natürlich jetzt super passt. Weil Lilly und Caro haben mich mit ihrer HelloFresh-Box richtig angesteckt. Also eine Freundin von mir hat das schon mal vor, ich glaube, 3, 4 Jahren erzählt. Und da wollte ich das schon immer mal ausprobieren. Aber irgendwie drückt man sich dann ja doch immer davor. Und Samstag kommt jetzt meine Box. Und da freue ich mich schon drauf. Dann wird das ja wahrscheinlich passen, das irgendwie in die Deko mit einzubinden. Dann Yokuyo Dotliner. This have been my go-to-tape runner and can be used in Conjunction with Memo Pad. Das ist dann, denke ich, Dotliner. Ach, den muss ich jetzt mal auspacken. Macht der Punkte? Der macht dann ja wahrscheinlich sowas hier. Das muss ich mal ausprobieren jetzt. Oh, ich dachte, das wäre einfach nur ein Kleberoller. Ja, das muss ich jetzt mal schnell ausprobieren mit euch. Haben wir irgendwo ein Blatt Papier? Eieiei. Ach, oh, Claudia. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich einfach nur Kleber in Dotted. Also, sieht man das? Oh Mann. Ja, okay. Es ist kein Klebestreifen, sondern wahrscheinlich wäre mein Englisch besser. Dann hätte ich das auch vielleicht vorher schon verstanden. Ich habe nur Dotted gelesen und war schon gleich, oh mein Gott. Oh, peinlich. So, weiter im Text. Oh, Leute. Kokuyo Tibet. My husband found this interesting memo pad. A sheet of paper perforated, so you can tear off what you only use. Interessant.
Cut. Okay. Free Cut Memo. Was ist denn? Pocket. Okay. Also erstmal sieht man das. Das ist sozusagen kariertes, perforiertes Papier. Sieht man das? Ich hoffe es. Und oh. Free Cut Memo. Passen die denn noch da rein? Nee. Okay. Kann man die denn... Geht das? Oh, jetzt probiere ich hier alles aus und blamiere mich voll, weil ich so ein... Weil ich so ein unwissender Mensch bin. Oh doch. Ah, okay. Ah, und jetzt kann ich das in meine Pocket packen. Leute, ist das nicht fein. Wundervoll. Den Block finde ich richtig cool. Ich bin gespannt, was ich damit anstellen werde. Dann wären wir schon beim Tombow Play Color Dot in Coral. This double-sided marker comes with a 0,3mm tip and... ach Leute, warum lege ich sich das überhaupt auf Englisch vor? And need a 5mm circle tip. So, Tombow. Das ist er. Tombow. Dann wollen wir das... Wo habe ich denn jetzt meinen Block von eben hingelegt? Reiße ich dann mal eben kurz den. Ja, das hat natürlich super geklappt. Und zwar wäre dann das dann einmal so eine Spitze. Kann man da Punkte mitmachen? Ja, schreiben. Oh, schreiben geht auch. Okay. Und. Ach, hier sind ja sogar Punkte. Oh, Claudia. Ja gut, ich gucke mir das jetzt alles gerade nicht wirklich, ich sag mal, richtig an, weil ich ja für euch das hier auch gerade zum ersten Mal so richtig sehe. Aber, ja, schöne Farben. Ist halt ein Korallton, ne? Ich muss da vielleicht mal, ich denke mal, ja, nicht schlecht. Und dann haben wir zu guter Letzt Zebra Sarasa 3 Color Multipen. Ja, schwarz. Puh, der ist ein bisschen staubig. Das fand ich bei der letzten Box schon so cool. Da war auch so ein Stift mit so einem Clip dabei. Oh, ich bin ich überhaupt jetzt im Bild gewesen? Oh Gott, Leute, ich hoffe. Das ist das erste Mal, dass ich ein Outboxing mache. Weil sonst fummelt man hier unten ja rum und geht nicht so oft hoch. Also ich muss also... Weil mein Handy hier hängt, denke ich immer, ich muss hier hin. Aber ich muss hier hin, weil da ja auch die Kamera ist. Na egal, so viel dazu. Ich glaube, den brauche ich jetzt nicht ausprobieren. Oh, hier ist auch noch der Nupsi drauf. Habe ich ihn jetzt abgemacht? So, probieren wir mal schwarz aus. Okay, das ist, ja doch, der schreibt sogar ganz schön. So, noch einmal in nah. Ja, und das war es dann auch schon mit der Box. Ach, super. Ich liebe diese Tasche. Oh mein Gott. Ja, dann packe ich das mal beiseite und dann geht es auch schon gleich weiter. Ja, hier wird nicht gegeizt. Es erreichte mich noch eine Bestellung von Washi Wednesday. So, ich packe das jetzt eben aus. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Washi Wednesday, thank you. 10% off. Win free Washi Tales. Upload your Washi Photo and tag them with Washi and follow. Oh, Leute, das müssen wir machen. Hallo, win free Washi Tapes. Wir wollen alle free Washi Tapes haben. Das ist das Goodie. Ja, das ist auch mal so super einmal nur drumherum gewickelt. Aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ist das überhaupt jetzt die richtige Redewendung dafür? Man soll froh sein mit dem, was man kriegt. Ganz einfach. So, und zwar habe ich mir bei Washi Wednesday einmal dieses Tape bestellt. Das ist
Oh, es ist einfach so super süß. Oder? Oh. Ich hatte da einfach irgendwie richtig Lust zu. Ich würde das jetzt ja gern mit euch auspacken. Vielleicht mache ich das gleich, wenn ich euch alle gezeigt habe, dass ich die erst auspacke, dass ich das Geknister wieder raushau, um euch die dann mal ausgerollt zu zeigen. Dann dieses hier. Ist auch super schön, oder? Mit diesen Blumen. So hochkant ist irgendwie immer schwer, weil man klebt ja eigentlich meistens quer. Aber bei den Blumen denke ich, das kann man gut rausschneiden, dass man das dann auch hochkant nutzen kann. Dann habe ich noch das neue MT Morris Tape. Und zwar habe ich noch eine Bestellung von Cute Things hier liegen. Da war dieses Tape nämlich nicht mit dabei, deswegen habe ich das dann bei Washi Wednesday mitbestellt. Dann habe ich mir noch, wo ich mich eben ganz schön erschrocken habe, dass das ja so groß ist. Ich mag einfach gepresste Blumen und ich habe dieses Tape irgendwie auch erst zum ersten Mal jetzt gesehen. Da musste ich mir das auch einfach holen. Aber es ist ganz schön groß. MT for Pack. Extra sticky. Klasse. Dann, hier fehlt, nee, fehlt doch nichts. Dann habe ich mir noch die hier bestellt. Ist auch super schön. Ich zeige euch das gleich nochmal ausgerollt. Und zu guter Letzt this one. Gab es nämlich bei Washi Wednesday auch nicht mehr in Blau. Deswegen. So. Die denke ich, brauche ich nicht ausrollen. Das werde ich ausrollen. Das denke ich, brauche ich auch nicht ausrollen. Und das denke ich auch nicht, weil da eigentlich sieht man ja hier schon alles. Aber das andere werde ich nochmal eben ausrollen. Und dann bin ich gleich wieder da. Hello again. Da bin ich wieder. Da werden wir einmal mal diesen. Ich, ja, wie gesagt, im letzten Video blau. Was ist denn los mit mir? Ja, so, ich musste gerade mal kurz gucken. Also es wiederholt sich ja hier schon. Es sind eigentlich sozusagen nur diese drei Muster, aber irgendwie fand ich das super schön. Hat so ein bisschen was Oma-mäßiges, aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Und hier wäre dann das andere Tape. Wo wiederholt es sich, wenn der Bär hier so tanzt? Ach, da ist es ja schon. Ach, das ist auch nur so ein kurzes Muster. Aber ich finde es so süß. Guck mal, da springt das Eichhörnchen aus dem Baum. So süß. So, dann packe ich jetzt nochmal meine Washi Wednesday Bestellung aus. Oh, ich bin so schlecht im wieder zurückrollen. Unfassbar. Ta-ta-ta-ta. Ja, unverkennbar, oder? Ich habe das schon mal aufgemacht und werde dann gleich wieder da sein. Hier noch einmal die wunderschöne Geschenkverpackung. Ich finde das auch jedes Mal wieder super, super toll. Juhu! Ich kam natürlich nicht drum rum, mir diese Tapes zu bestellen. Super schön. Und ich kam natürlich, weil ich auch so ein kleiner, ich muss eine Sammlung immer komplett haben, Mensch, kam ich natürlich auch nicht drum rum, mir dieses Set zu bestellen. Oh, ich bin so verliebt. Ich bin so froh, dass es endlich da ist. Ich habe mich ja damals richtig geärgert. Und zwar habe ich mir dieses Set, habe ich ewig gesucht, bis ich endlich einen Shop gefunden habe. Und dann kam es an und dann ist hier das auf jeden Fall abgewiesen. Super ärgerlich. Aber immerhin habe ich den Karton. Und ach, herrlich, ich freue mich. Ja, ich glaube, ich brauche die jetzt nicht auspacken. Ihr wisst ja, welche Tapes da drin sind. Dann dieses Washi-Tape, wo ich mir, wie eben schon gezeigt, bei Washi Wednesday dieses bestellt habe. Die Farben sind schon extrem krass, aber irgendwie, ich habe aktuell richtig Bock auf MT-Tapes. Ich weiß auch gar nicht warum. Was ist los? Aber
Wie gesagt, man gönnt sich ja sonst nichts. Dann zeige ich euch noch die anderen aus der MT Morris Collection. Ich habe bei Q-Things nur diese beiden bekommen. Und weil zu der Kollektion ja auch noch dieses gehört, habe ich mir es ja, wie gesagt, eben gezeigt, bei Washi Wednesday bestellt. Und dann ist das auch komplett. Oh, die sind so schön. Ach, ich weiß nicht, ich irgendwie, egal welches Tape ich sehe, ich denke mir immer, oh, wie schön, oh, wie schön, oh, wie schön. Oh, irgendwie. Ich habe auch ein bisschen sehr viel aussortiert. Vielleicht muss ich mir deswegen jetzt unbedingt was nachkaufen. Keine Ahnung. Dann habe ich mir noch bestellt, weil ich natürlich im Labor arbeite. Und auch wenn es gelb ist, ach, es ist irgendwie einfach geil. Chemistry. Dann habe ich mir noch bestellt dieses Tape, obwohl es mich ein bisschen, naja gut, aber hier ist noch so eine Biene dabei, es ist so süß gewesen. Habe ich mir das wirklich bestellt? Ja, muss ja. Ah, süß. Passt alles so super schön zum Frühling. Genau wie ta-ta-ta-ta. Ich weiß nicht, was mich daran einfach gereizt hat, aber vielleicht will man einfach den Frühling herbeirufen und deswegen so viel Blumen. Und weil das mit dem ganzen Ringplan jetzt ja auch noch neu für mich ist, halte ich dann halt irgendwie auch so Ausschau nach Tapes, die man halt einfach gut so dahin kleben kann. Menno. Dann habe ich mir noch bestellt dieses Tape. Das wollte ich mir bei der letzten Bestellung schon mitbestellen von BGM, weil das so ein Regenmuster hat. Und da war das aber ausverkauft. Und deswegen habe ich es mir diesmal mitbestellt. Dann habe ich mir noch bestellt, das ist von der gleichen Marke wie das Chemistry Tape, oder? Ja, genau. Ein Mineral Tape. Fand ich auch super schön. Vor allem, weil es auch beschriftet ist. Weil ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung, wie diese ganzen Steine heißen. Und deswegen fand ich das auch. Ich mag das irgendwie auch, dass das diesen braunen, dreckigen Hintergrund hat. Und dann, wo ist es denn jetzt hin? Habe ich mir, weil ich die anderen, wie heißen die denn jetzt? Irgendwo heißen die nicht irgendwas mit Eric? Ach da, Eric, genau, da unten steht's. Das hatte ich noch nicht, das habe ich mir dann auch mitbestellt. Ich habe davon schon, Moment, ich habe davon schon zwei andere. Und zwar diese zwei. Und deswegen musste ich das nun auch noch einfach mal haben. Alles, was das Sammlerherz begehrt. Dann habe ich mir noch bestellt dieses hier, weil die Frau Biber macht es einem auch einfach nicht leichter. Das Herz für Punkte, es wird immer größer. Oder Kreise, wie auch immer. Und last but not least, hoppala, wie konnte das passieren? Habe ich mir noch drei Tapes bestellt. Der Frühling, er muss einfach kommen. Das sind auch alles eigentlich, muss ich sagen, wirklich intensive Farben. Aber ich habe einfach Bock drauf. Ich habe einfach Bock drauf. Und ich muss mich ja auch nicht rechtfertigen. Wir alle wissen, wie das ist. Wir alle kaufen. Aber ich kaufe mehr mit Bedacht. Solche Tapes hatte ich nämlich von Anfang an nie wirklich und deswegen darf ich mir das jetzt auch mal gönnen. Ach so, haha, da war ja noch was. Diesmal ist gar nicht der Newsletter mit drin. Goodies, oh, die Tüte ist auch super süß. Guck mal, Frau Biber, Punkte. Oh nein, wie geil. Oh, das sind auch super coole Samples. Oder? Auf jeden Fall. Und dann natürlich noch eine Karte. Thank you so much for your order. We hope you like your items. Das ist, glaube ich, auch so eine wunderschöne Karte von Hutte. Ja, das war's das schon. Bin ich schon fertig? Gefühlt sitze ich doch jetzt hier gerade erst 2 Minuten. Wir werden mal sehen, wie viel Zeit ich jetzt habe. Ich könnte die ja vielleicht nochmal auswickeln, oder? Also die sind ja langweilig. Hier passiert auch nicht so viel.
Hier passiert auch nicht so viel. Hier auch nicht. Oh, das könnte ich vielleicht noch mal zeigen. Und die packe ich vielleicht auch noch mal eben aus. Show me your washi tape. Wo ist der Anfang? Wo wiederholt sich's? Da wiederholt sich's schon. Ach geil, irgendwie, ich mag das. Kann man schön ausschneiden. Hier, oh, da habe ich einen Tag gemacht. Einen sehr medialen Tag. A good night. Und hier habe ich vielleicht, oh, das ist doch, ich glaube, das kann man gut in der Deko mit einbauen. Also seht es mir nach, dass ich jetzt aktuell irgendwie auch solche Tapes brauche, um mich in meinen Dekos vielleicht zu verwirklichen. Oh Gott. Dann das Chemie-Tape. Da habe ich richtig Bock drauf. Vor allem, nachdem ich auch Shailas Wochendeko in Gelb gesehen habe. Wo ich sagen muss, so Senfgelb ist auch einfach super schön. Nur das ist jetzt zwar aber wirklich mehr so ein Gelb-Gelb-Gelb, aber so ab der Waage wiederholt es sich. Hier wäre dann die Waage. Ich hoffe, das spiegelt jetzt hier alles nicht so doll. Ach ja, ich habe ja auch noch Post von der Ria heute bekommen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Sie hat nämlich am Montag ein paar Tapes verkauft. Und da habe ich ihr 3 Tapes, glaube ich, abgekauft. Und der Brief ist auch noch angekommen. Ta-ta-ta-ta! Da ist er. Liebe Grüße von Dekoriat. Dann wollen wir mal gucken. Oh mein Gott. Guck mal, Leute. Da sind Goodies drin. Oh nein. Habe ich da jetzt einen Knick reingemacht? Was ist denn das? Ist das eine Tasche? Was ist denn das? Oh, wie süß ist das denn? Nein, wie geil. Ich gehe einkaufen. Das ist mein Stationery Haul. Das sieht man wahrscheinlich auf der Tüte. Ach, ich könnte die auch umdrehen. Ist das nicht lustig? Sieht man wahrscheinlich alles gar nicht so gut, ne? Oh, auch noch so schönes Glitzerpapier. Oh, vielen Dank, liebe Ria. Da muss ich ja echt noch mal gucken, ob ich das nicht noch irgendwie einbauen kann. Irgendwie, ich finde dieses Papier mit diesem Glitzer und Tropfenklebe, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ist ja, irgendwie hat das ja auch was, ne? Die muss ich echt mal gucken. Also die schwarzen finde ich persönlich ein bisschen schöner. Oh, die finde ich auch schön. Nur das Love, das ist vielleicht ein bisschen too much, aber sonst, oh, da könnte man ja vielleicht auch echt mal so einen Streifen ausschneiden und in so einen Tag kleben. Das habe ich nämlich auch bei der lieben Kalenderli in ihren Videos gesehen. Auf die Idee bin ich vorher auch noch gar nicht gekommen, dass man da vielleicht auch mal ein Stück Papier reinkleben kann. Ich meine, das haben wahrscheinlich auch schon mehrere gemacht, aber meistens hat man ja auch manchmal so eine Zeit auf Instagram, wo man irgendwie durchscrollt, aber gar nicht so wirklich wahrnimmt, was man da sieht. Also jedenfalls geht mir das manchmal so. Und bei so einem Video auf YouTube sieht man das nun mal alles ein bisschen besser. Und zwar habe ich der lieben Ria diese Tapes abgekauft. Weil ich dachte, wenn ich jetzt ja auf YouTube aktiv bin oder wenn ich mal Instagram-Fotos mache, dann kann ich das so super cool festhalten. Ist da überhaupt YouTube drauf? Oh, Glück. Was ist das denn alles? Ach, Google Plus. Ist das, was ist das? Vimeo vielleicht? Pinterest, was ist das denn da? Das da? Ah, mit dem lila Ball? Weiß ich gar nicht. Hätte ich auch vorher mal so machen können, indem ich das so aufklebe, ne? Oh. Ja, seht es mir ein bisschen nach. Das ist mein erstes Haul-Video. Ich bin auch gespannt, wenn ich mir das gleich angucke, was ich davon halten werde. Dann mache ich ja seit diesem Jahr Yoga. Und deswegen, weil ich auch ein bisschen farbenfroh anscheinend aktuell bin,
musste ich mir dieses Tape dann natürlich auch gleich bei ihr mitbestellen, obwohl diese beiden waren in einem Set. Und was ich auch super, super süß fand, ist dieses hier. Ich weiß gar nicht, ob das, ich weiß nicht, von welcher Marke das ist oder was das ist. Aber Häuser sind sowieso irgendwie, ich glaube, mit Häusern haben wir es auch alle so ein bisschen, ne? Da kann ich euch, das muss ich euch mal unbedingt zeigen zum Thema Häuser. Ich habe mir nämlich letztes Jahr bei My Paper Project die Häuserstempel bestellt, weil ich sie einfach so schön fand. Und das möchte ich euch jetzt einfach nochmal zeigen zum Thema Haus. Wir sind ja alle Häuser-addicted. Naja, okay, viele. Aber sie sind auch einfach nur schön. Wo ist es denn das hier? Das habe ich benutzt auf ein paar Weihnachtskarten, die ich letztes Jahr gemacht habe. Wegen den Sternen, das passte so schön. Ja, die musste ich euch jetzt mal zeigen, auch wenn sie schon länger bei mir wohnen. Ich hoffe, auch wenn ich es eben schon gesagt habe, ihr seht es mir ein bisschen nach, wenn das jetzt alles nicht so super durchstrukturiert war, wie es vielleicht hätte sein sollen. Es war mein erstes Haul-Video. Ich muss nochmal gucken, wie genau das geht mit den Erwähnungen und mit dem Auspacken und mit dem Ausrollen. Nächstes Mal werde ich es vielleicht gleich dann mal so raufkleben und dann vielleicht, wenn ich es schneide, aufrollen. Vielleicht haut das dann besser hin. Und ich hoffe trotzdem natürlich, dass ihr Spaß hattet bei dem Video. Dass euch das gefallen hat, dass euch das zugesagt hat, dass ihr euch mit mir freut, was ich alles für super schöne Sachen bekommen habe. Oder dass ich euch vielleicht ein bisschen angesteckt habe, auch irgendwelche Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Also ich bin auch immer ganz schlimm, wenn ich weiß, dass irgendwas Limited Edition ist oder sowas. Da habe ich immer richtig schnell den Drang, irgendwas zu kaufen. Das ist echt nicht feierlich, aber mein Gott, wozu gehe ich arbeiten, wozu verdiene ich Geld? Es gibt Leute, die gehen reiten und kaufen sich für hunderte von Euro einen Sattel. Da kann ich mir dann ja vielleicht auch mal für 2 oder 3 Euro ein Washi-Tape mehr kaufen. Und ja, ich schweife ab, aber ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich möchte nämlich natürlich endlich meine Woche dekorieren. Und das werde ich dann am Samstag machen und euch wieder mitnehmen. Und auf jeden Fall möchte ich dann, oh Gott, was mache ich denn hier? Auf jeden Fall möchte ich euch dann mitnehmen und mein neues Washi benutzen. Und vielleicht habe ich bis dahin ja auch schon ein paar Tipps erhalten für das Leder. Ich habe jetzt auch schon das Gefühl, dadurch, dass ich ihn ein bisschen gestreichelt habe vorhin mit meinen eingecremten Händen, dass er schon viel weicher geworden ist. Und ich weiß, vielleicht nehme ich ihn ja auch als Portemonnaie. Na egal, ich schweife mal wieder ab. Wir sehen uns dann ganz bald wieder. Uiuiui, da bin ich wohl einmal ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Licht war okay. Ich hoffe, die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, war okay. Und ja, am Wochenende werde ich dann meine Wochendeko mit euch drehen. Und da freue ich mich schon drauf. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss! Hallo, hallo, willkommen zu einem Haul, yo. Oh Mann, ja, irgendwie hatte ich es mir in meiner Vorstellung lustiger vorgestellt. Hallo, willkommen zu einem Haul-Video, yo. Itadaki Masti, ma, oh Gott, Itadaki ma. Itadaki Mastika. Dün, 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 dün,